Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Popshow. Jawohl, ja, wir haben wieder dasselbe Problem wie immer. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel Neues, ne? Aber dafür habe ich am Ende dann noch was anderes Schönes für euch. Ne? Wer den Titel gelesen hat, der weiß schon, worum es geht. Es kommt noch was zu Infinity War und zwar eine weitere Iron Spider, ne? Und die hat dann so richtig schöne Extra-Arme, ne? Oder Beine. Es ist ja eine Spinne hat 8 Beine. Deswegen hat auch Peter Parker bzw. Spider-Man als Iron Spider auch noch weitere Zusatzbeine. Ja, wird dadurch sehr spinnige Sachen machen können. Bin sehr gespannt. Also, das ist vielleicht schon ein kleiner Spoiler für den Film jetzt, ja, weil man wusste vielleicht nicht, dass Spider-Man das kann, aber gut, was haben wir erwartet? Ne? Er trägt im Prinzip eine Art Iron Man-Suit. Der kann alles. Ne? Würde mich nicht wundern, wenn er auch zwischendurch fliegen kann oder irgendwelche Repulsoren in den Händen hat anstatt Spider-Webs. Keine Ahnung, man weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin auch sehr auf den Film gespannt. Das könnte durchaus sehr interessant werden. Warten wir es ab. Ja, dann habe ich den Kollegen hier gesehen und war sofort schockverliebt. Das ist so ein Ding, den muss ich wahrscheinlich sogar haben. Das ist ein Ride, ne? Und das scheint der kleinste Ride zu werden, den wir je gekriegt haben. Theoretisch passt er sogar in eine ganz normale Funko-Pop-Box, ne? Denn das ist der Vespa-Pool, so nenne ich ihn einfach mal. Ne? Der Deadpool, der auf einer Vespa sitzt oder auf einem Motorroller. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird das auch keine Marke haben, aber es sieht aus wie eine Vespa und ich finde es toll. Ganz, ganz großartig. Ich hoffe, das ist ein Ride. Bei den Rides kann man die Pops runternehmen. Ich hoffe, der Motorroller ist so gebaut, dass man auch andere Pops da draufsetzen kann. Ne, weil das wäre richtig cool. Dann würde ich nämlich jede Woche einen anderen Pop da draufsetzen. Dann seht ihr plötzlich hier in dem Regal ein freies Fach und da sitzt dann halt irgendeiner auf dem Roller drauf. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn unbedingt haben muss. Ich sammle jetzt dann eigentlich keine Marvel-Pops mehr, von daher... Ich habe noch ich habe den Duckpool da oben noch, logischerweise. Das ist halt eine Ente, das muss sein. Und ich habe irgendwo noch einen kleinen Groot, den ich mal bekommen habe, den ich ganz süß finde. Aber ansonsten habe ich von Marvel eigentlich so gut wie nichts mehr. Ja, das müsste es eigentlich auch gewesen sein. Tatsächlich diese zwei und mehr habe ich davon gar nicht, glaube ich. Müsste. Kommt aber noch einer, Howard the Duck kommt demnächst noch, ja, in diesem großen Mech. Den finde ich auch ziemlich cool. Kriege mich immer wieder. Ja. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, Pop in a Box ist jetzt in Deutschland angekommen. Das heißt, sie haben jetzt eine deutsche Webseite. Man konnte zwar vorher die englische Webseite auf Deutsch stellen, aber jetzt haben sie auch eine deutsche Webseite. Ob sich damit dann irgendwas ändert am Versand, dass das dann eben nicht mehr von den Isles kommt oder aus England geschickt wird oder von sonst wo, das kann ich momentan noch nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Menge Leute eingestellt, die jetzt für den Support so zuständig sind. Ne? Auch Leute, die dann aus Deutschland kommen. Wir werden sehen, wie sich das ergibt. Da haben sie aber auf jeden Fall angekündigt, und zwar, der ist jetzt schon raus. Ne? Am 21. wurde der, glaube ich, nochmal groß beworben und oder ist er rausgekommen? Am 21. ist er schon rausgekommen. Ne? Vorher haben sie ihn ein bisschen beworben. Ihr seht ihn schon die ganze Zeit. Das ist noch ein neuer Venom-Pool. Auch richtig cool. Also ich finde ihn ziemlich gut gemacht. Das ist witzig. Ne? Zwischendurch gab es ja mal einen, der so halb-halb war und jetzt ist er halt komplett mit seinen komischen Lichtschwertern, frag mich nicht, ne? Und zusätzlichen Auswüchsen, die dann irgendwas halten, Maschinengewehr und so weiter und so fort. Finde ich persönlich ziemlich cool. Also vom Design her ist der richtig witzig. Ist halt ein ungewohnter Anzug. Ne? Wenn man Deadpool-Fan ist, ist man vielleicht so, weiß ich nicht. Aber das ist halt dieses Back in Black, heißt das, glaube ich, das Comic. Oder so ist das Cover da, ne? Dass sie hier im Prinzip nochmal aufgreifen. Ich finde es ganz gut gelungen, finde ich ganz cool. Und ich bin sehr gespannt, wie sich Pop in a Box in Deutschland macht. Witzigerweise hat das Ding tatsächlich auch einen Pop-in-a-Box-Sticker. Das heißt also, die haben sogar einen eigenen neuen Sticker dafür. Das finde ich ziemlich interessant. Ne? Für euch Sticker-Fans ist das natürlich vielleicht eine tolle Sache, wenn ihr dann wieder einen neuen Sticker in eure Sammlung aufnehmen könnt. Ne? Da habe ich die Kollegen hier gesehen, Glow. Glow ist eine Netflix-Serie gewesen. Ich hoffe, da kommt bald eine zweite Staffel. Ich habe das geguckt. Da geht es um Frauen in den 80ern, die zu Wrestlerinnen werden. Ne? Das ist eigentlich eine abgehalftete Schauspielerin. Das heißt, eine abgehalftete ist eine Schauspielerin, die keinen Erfolg hat, weil sie nicht besonders gut ist. Ne? Und die findet halt ihre Passion dann im Prinzip beim Wrestling, weil sie da halt auch eine Rolle spielen kann. Ne? Ist ganz cool. Ich finde es witzig. Ich habe mich totgelacht teilweise und fand das auch insgesamt... es ist witzig, es ist dramatisch, es ist einfach eine gute Serie. Ne? Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich warte auf eine zweite Staffel. Die Pops dazu, weiß ich nicht, ob man die haben muss. Keine Ahnung, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich persönlich brauche die nicht. Ich fand die Serie toll, aber Pops brauche ich davon definitiv nicht. Ist ja halt oft so, ne? Es kommen dann plötzlich Pops raus zur Serie, wo man sagt, warum? Warum nicht mal was Cooles? Aber gut, ne? Die Leute, die es haben wollen, freuen sich drüber und wer bin ich, mich darüber aufzuregen? Ein neuer Movie-Moment ist auch angekündigt worden und zwar wieder zu Star Wars und da geht es um Finn gegen Phasma. Genau. Was wahrscheinlich der Movie-Moment in dem Film The Last Jedi war. Finde ich zwar nicht, da gibt es sicherlich noch zig andere, die besser gewesen waren, weil das war auch schon wieder so halb-arschig irgendwie. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Ich,
ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war schon wieder Verschwendung, irgendwie ein Stück weit. Ne? Da hätte sicherlich schönere Momente gegeben, auch die man so einen Movie-Moment hätte machen können. Aber man hat sich halt für die zwei entschieden. Gut, auch nicht schlecht. Ich gucke mir das Ding mal live an. Mal gucken. Ist immer ganz anders. Ich finde es halt schade, dass die keine Rückwand haben irgendwie meistens, ne? Oder auch Seitenwände. Das wird dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Schmackes geben. Aber wenn man es halt in der Box sammelt, dann sieht man das ja nicht so, ne? Dann sind die Seiten ja irgendwie da und die Rückwand halt auch. Dann geht's. Ne? Out of Box kann das sein, dass das ein bisschen komisch aussieht. Vor allem, wenn man mehrere nebeneinander stehen hat. Die ergeben dann ja gar keinen Sinn so irgendwie, ne? Weiß ich nicht. So als Centerpiece von der Sammlung macht das vielleicht ganz nice sein, wenn man dann so verschiedene andere Pops außen rum stehen hat. Ne, als OOB-Sammler weiß ich nicht so recht. Für mich ist das nicht unbedingt was. Ich habe zwar die ganzen anderen Sets von Star Wars, ne? Ihr erinnert euch an Jabba mit der Prinzessin Leia und dem kleinen... Das ist natürlich cool, klar, keine Frage. Ne? Und ich habe auch das Set mit dem Dewback und so weiter und so fort. Aber die Dinger jetzt, die reizen mich irgendwie überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Das mit der Müllkompression da, ne? Das kennt ihr ja aus Episode 4, das fand ich noch ganz geil. Aber auch da fehlten mir irgendwie so die Seitenwände. Obwohl, das wäre nochmal eins... Könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht. Mal sehen, was da noch so kommt. Könnte ja sein, dass da noch was Cooles kommt. Ich weiß es nicht. Aber das wäre sogar eins, das ich mir holen würde. Ne? Theoretisch. Wenn es richtig billig wäre. So im Sale irgendwie. Für einen Zehner oder so. Dann würde ich sagen, komm, das Ding brauchst du. Ne? Ansonsten wohl eher nicht. Ne? Ja, was haben wir hier noch? GameStop Exclusive. Und zwar Flocked Rick and Morty Dorps. Und zwar der Snowball. Jawohl. Ist jetzt gesichtet worden, keine Ahnung, ob der bei uns dann auch als GameStop-Exclusive rauskommt. Die GameStop-Sachen sind momentan echt merkwürdig. Bei GameStop hast du kaum noch Vorbestellungslisten. Irgendwie ist das ganz merkwürdig. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass die alle aus dem Pop-Gewerbe irgendwie so langsam aussteigen. Oder dass Deutschland halt wieder so rückständig ist, was das angeht mit den Exclusives. Na, normalerweise müssten die ja dann überall exclusive sein, noch überall mit dem richtigen Sticker. Ne? Ein GameStop-Exclusive darf auch in Deutschland einen GameStop-Sticker haben, aber teilweise ist er halt einfach nicht drauf. Das ist dann ärgerlich, sag ich mal, ne? Vor allem weiß man nie, wann die dann rauskommen. Oder ob sie dann nicht doch überall rauskommen. Das ist dann, ne, macht die Sache nicht einfacher. Ist immer ein bisschen doof. Ne? Genauso wie das Ding hier. Auch das ist GameStop Exclusive. Und ihr seht, das ist Scary Terry. Ein T-Shirt von Scary Terry. Ein richtig geiles T-Shirt in Farben, die ich abgöttisch liebe. Ne? Also dieses Lila. Ich finde das ganz, ganz toll. Die Box sieht ganz, ganz großartig aus. Der Pop, naja, weiß ich nicht so recht. Aber wir werden da wahrscheinlich nicht drankommen, weil das nicht nach Deutschland kommt. Obwohl GameStop Exclusive. Ja. So ist das. Ist halt für Deutschland dann nicht lizenziert oder was weiß ich oder nicht vorgesehen. Da gibt es dann wahrscheinlich eh nur 200 Stück von oder 300 oder 400 und dann sind die ausverkauft, bevor wir da überhaupt die Chance haben, ranzukommen. Ne? Ja, das ist halt so. Ich bin da nicht begeistert von. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich find's doof. Schade. Einfach schade. Das ist einfach nur... Ne? Man sieht schöne Sachen, man sieht, dass sie rauskommen, nur man kriegt sie nicht. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Ja, und wenn, dann kostet ein Schweinegeld. Ne? Wer gibt dann für sowas 60, 70 Euro aus? Das kannst du vergessen. Gab es schon mal so ein Set mit Masters? Ne? Da, wenn das einer verkauft, der will da 60, 70 Euro haben, sehe ich nicht ein. Ne? Wenn das T-Shirt ein 20 kostet und der Pop 15 Euro, bin ich bei 35. Für die schöne Box gebe ich nochmal 5 aus, nämlich bei 40. Ne? Und das ist schon das Höchste der Gefühle. Mehr ist da nicht drin. Egal. Funko Shop. Das nächste Ding, wo wir nicht drankommen. Super, oder? Ne, hier die Sternzeichen mit Freddy Funko. Auch wieder so ein Ding, da kommt wieder keiner ran. Das ist jetzt hier Aries, ne? Steinbock oder was? Wahrscheinlich. Auch an den wird wieder keiner rankommen. Das ist wieder was ganz Besonderes, ne, aus dem Funko-Shop. Ich weiß auch nicht, ob die limitiert sind, die Dinger. Kann sein, dass sie es gar nicht sind. Aber auch da ist nichts in Sicht. Man hört nichts. Es wird nichts nach außen getragen von Funko Europe, ob man da mal irgendwann rankommt oder nicht. Gar nicht. Ist einfach so. Machen sie halt einfach nicht. Ärgert mich auch sehr, also muss ich ehrlich sagen, finde ich ganz schön blöd. So, blöd finde ich das Ding auch hier. Guck mal, Mini-Hikaris. Ich bin eigentlich ein Freund von Mini-Hikaris, wobei ich immer wieder sage, und das sage ich in jeder Show, einfach damit ihr das wisst, Mini ist da wirklich verwirrend, ne? Mini-Hikari im Vergleich zu einem großen Hikari. Denn die Dinger sind genauso groß wie Pops. Wenn man Mini-Hikari hört, dann denkt man, die sind irgendwie nur halb so groß. Nein, nein, sie haben die Größe von Pops. Aber sie sehen seltsam aus. Und der hier ganz besonders, das soll Hulk sein. Keine Ahnung, wie die da drauf kommen. Also, das sieht echt merkwürdig aus. Also, wie Hulk sieht das nicht aus. Finde ich zumindest nicht. Also, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Das sieht eher aus wie ein... Also, ich finde, dieser Mund, der hier drauf gemalt ist, sieht eher aus wie ein Schnurrbart. Und das sieht aus wie ein Typ mit einer Pickelhaube, oder? Gefällt mir nicht. Finde ich komisch. Muss nicht sein. Finde ich irgendwie... Nee. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal wieder zu den Spoilern. Ihr kennt das Ding. Auch wenn ihr dann die Review vielleicht nicht mitkriegt. Das tut mir dann sehr leid. Dann spult ihr einfach mal ein bisschen vor.
Ne, dann verpasst ihr das, dann seht ihr das mit den Spoilern auch nicht. Ne, einfach bis zur Review vorspulen und dann könnt ihr weiter gucken. Ne, ansonsten wünsche ich euch was. Ne, ich habe euch letztes Mal die Smuggler's Bounty gespoilt und da habe ich jetzt noch wieder ein neues Bild gefunden, denn ich habe gesagt, da ist ein Plüschi drin. Aber das ist gar kein wirklich großer Plüschi, sondern es ist so einer von diesen Mini-Keychain-Plüschis. Das hat man zuerst nicht gesehen, weil man diesen Keychain-Part am Kopf nicht gesehen hat. Na, das tut mir sehr leid, das ist dann eben wirklich nur so ein kleines Ding. Ne? Also nichts fürs Bett zum Kuscheln oder so, es sei denn, ihr habt ein kleines Bett. Ne? Das Ding ist nur so groß. Also wirklich ein kleines Mini-Viech, schade drum. Also so als großen Plüschi, so 20, 30 cm hätte ich den grandios gefunden. So ist das verpufft, der Effekt. Gefällt mir nicht so. Werde ich euch aber mit Sicherheit zeigen können, wenn ich die Box dann irgendwann hier habe zum Zeigen. Gut, und jetzt kommen wir zum Spoiler, der Spoiler, der Spoiler. Ne? Ich dachte eigentlich, es kommt keine Disney Treasures mehr, aber es kommt doch noch eine, mindestens. Und zwar die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ne? Aber man hat jetzt den Pop gespoilt aus der Box. Und den möchte ich euch unbedingt zeigen, weil das ist der Wahnsinn. Da werde ich sogar nochmal schwach als alter Fan. Schaut euch das an. Das ist Orville mit Bernard und Miss Bianca. Fantastisch, oder? Ich weiß nicht, ob das ein Deluxe-Pop ist, ich weiß nicht, ob das ein Ride ist, ich weiß nicht, ob man Bernard und Bianca oben rausnehmen kann. Ich finde das Ding fantastisch. Der sieht einfach großartig aus, ne? Wobei Orville etwas jung wirkt. Der müsste ein bisschen älter aussehen eigentlich. Ne? Dem haben sie durch diese Brille und die Augen, die dahinter sind, ein bisschen so eine Frischkultur verpasst. Der sieht ein bisschen zu jung aus. Aber das Ding ist einfach grandios. Also ich finde das toll. Ich finde, das ist ein Meisterwerk, wirklich. Das haben sie, sowas Gutes haben sie echt ewig noch nicht gebracht. Ne? Also ich meine, vielleicht ist es wirklich der letzte, ne? Die letzte Box dann jetzt und die gehen nochmal mit einem großen Knall. Ne? Weil das ist auf jeden Fall was ganz Tolles. Da kann man schon fast gar nichts anderes mehr in der Box erwarten. Ne? Also da wird nicht mehr viel anderes drin sein, weil das ist riesengroß und es sind im Prinzip ja ein großer Pop mit zwei kleinen Pops. Ist die Frage, ob die, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ich habe nur dieses Bild gesehen, ob die vielleicht dann kleiner sind, wie bei einer Diva. Ne? Wie bei der Diva hinten, da ist ja die Diva auch so klein, dass die Figur etwas kleiner ist und dann die Mäuse nochmal kleiner sind. Würde ja passen. Ne? Würde ich auch cool finden, ehrlich gesagt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ist ein ganz, ganz cooles Ding und auch da freue ich mich drauf, euch das hoffentlich dann irgendwann zeigen zu können. Jawohl. Großartig. Ganz, ganz toll. So, und jetzt bin ich schon wieder durch mit allem, ne? Und habe jetzt tatsächlich noch einen Review-Part für euch. Ich möchte, dass ihr euch das anguckt, denn das ist ein großartiges Ding, das mich total an Funky erinnert. Ne? Und einfach dranbleiben, dann geht's jetzt nämlich weiter. Ne? Plüschi Mike ist jetzt am Start. So, da auch heute nicht genug an Material zur Verfügung war, um eine richtig schöne Popshow voll zu machen. Funko hält sich momentan echt mit Neuheiten sehr bedeckt. Ne, und die ganzen alten Sachen muss ich euch ja nicht alle doppelt und dreifach zeigen. Habe ich ja was anderes Schönes für euch. Ihr wisst ja, ich habe das neulich schon mal gemacht. Da ist die Popshow zum Review geworden. Und es ging natürlich um wunderbare Funko-Artikel. Und auch so heute. Ne? Schaut euch das mal an. Dank dem lieben Dominik und der lieben Marina habe ich hier einen weiteren Plüschi aus dem Wetmore Forest. Und der ist wirklich richtig, richtig geil. Das Ding ist riesengroß. Ne? Schaut euch das an. Ne? Kopf. Mein Kopf. Ne? Gigantisch sozusagen. Ein riesiges Teil. Und er ist flauschig und weich und wunderbar. Und oh, den gebe ich gar nicht mehr her. Den behalte ich. Haha, den kriegt sie nicht. Das ist meiner. Denn ihr seht das vielleicht. Ne? Kommt euch optisch so ein bisschen bekannt vor, der Kollege, oder? Ja, der sieht nämlich ein bisschen aus, ganz entfernt, der hat halt keine Klamotten an, ne, aber ein bisschen aus wie mein Funky, oder? Ne, die Farbe stimmt ungefähr, ne, Funky hat keine Nase, denkt euch mal die Nase weg. Ne, siehst du das? Siehst du das, wenn du nur so guckst? Ne, eindeutig Funky. Da hat Funko bei mir ein bisschen abgeguckt, muss ich ja sagen. Ne? Ne, fehlt jetzt noch das Regenbogenhaar und dann ist der parat. Also, ich finde den toll, ich finde den ganz toll, der ist super flauschig, er hart gerade ein bisschen, aber das macht nichts. Schaut euch diese Öhrchen an. Kann man auch so hoch machen, ne? Oder so runterfallen lassen. Oh, und der ist super weich. Ich finde den gerade ganz großartig. Finde ich total toll. Also das ist wirklich... Den kann man mit ins Bett nehmen und die ganze Nacht flauschen. Das mache ich, glaube ich, heute auch. Haha, den nehme ich einfach mit ins Bett und flausche damit die ganze Nacht. Der ist super. Finde ich total toll. Also ihr seht das schon, ne? Guckt euch den mal genau an. Wirklich gut verarbeitet. Klar, ein bisschen Haaren tut er, aber das liegt auch daran, dass der so mega flauschig ist, ne? Der ist so richtig weich, also das ist der Wahnsinn, das ist, ne, richtig, richtig mega flauschig. Ne? Die Arme kannst du halt noch so ein bisschen bewegen hier, ne? Die Beine nicht so, ein bisschen, aber ne, sie sind halt immer in dieser Sitzposition. Und hat ein Puschelschwänzchen. Ich finde den toll, ganz, ganz toll. Oh, so flauschig, ne? Ganz, ganz süß. Wirklich auch tolles Design, also diese Wetmore Forest Sachen sind echt super designt.
Ne? Da haben sie sich echt Mühe gegeben, diese Monster wirklich toll aussehen zu lassen. Ne? Und das ist hier keine Ausnahme. Also wirklich fantastisches Ding. Danke, Marina. Den behalte ich. Das ist meiner. Ne? Okay. Dann war's das für heute. Ja, wieder eine kurze Popshow mit einem kleinen Review drin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ne? Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ne, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr so ein Flauschi wollt, in die Funko-Sammelkiste eintreten und nach Dominik Titus fragen, ne, dann helfen wir euch weiter. Gut. Ansonsten kennt ihr das Spielchen. Ne? Lasst mir Kommentare da, wie euch das hier heute alles gefallen hat. Lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr noch keins habt. Und einfach beim nächsten Mal wieder anschalten. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, Leute. Tschüss.